Willkommen. Ich wollte mal ein kurzes Gameplay-Show-Zeug machen von einem, naja, Game & Watch-Teil der Zelda-Reihe. Das gehört eigentlich nicht richtig zur Zelda-Reihe, ist eigentlich nur so ein Ableger, aber ich wollte es einfach mal so ein bisschen zeigen. Wer es dann halt selber mal spielen will, ich werde den Download-Link, ja klar, den Link zum Spiel einfach mal in die Beschreibung setzen. Aber bevor ich jetzt hier auf Play gehe, will ich euch erstmal nur kurz was zeigen. Und zwar habe ich mir noch mal ein bisschen rumgeguckt und habe ja mal gesehen, hier oben, es gab ja mal so eine Zelda-Uhr von Nelsonic. Fand ich eigentlich ziemlich cool. Muss ich ehrlich jetzt sagen, dass ich es gefunden habe, weil. Ich hätte, das kannte ich ja vorher auch noch nicht. Und ja, das kann man sich wohl auf eBay holen, wer das möchte. Da kann man halt so ein Zelda-Spiel auf seiner Armbanduhr spielen, ist auch nicht schlecht. Gleich mal geguckt, es gab ja mal Zelda-Spiele für diese CDI-Konsole. Ich habe probiert, die runterzuladen und halt dann auch davon mal irgendwie was hochzuladen. Auch wenn diese Zelda-Spiele nicht sehr gefragt sind eigentlich und auch ziemlich scheiße sind. Aber naja, so sieht das hier halt aus. Das ist, glaube ich, jetzt das Zelda's Adventures. Oder Zelda Adventure. Ja, so sieht das hier halt aus. Im Spiel. Das ist hier, glaube ich, halt die Verpackung. Ja. Ich weiß nicht, also man lässt sich ja sagen, dass das einfach nur billige Ableger waren, die wirklich gar nichts mit dieser Hauptreihe zu tun hatten. Das hier, das war ja dieses Zelda The Wand of Gamelon. Da sieht man ja auch das Cover. Ja, und hier Link, The Faces of Evil. Das gab's ja auch noch. Ja. Das war's eigentlich schon, was ich dazu sagen wollte. Also ich habe probiert halt die auch mal zu zeigen, aber irgendwie wollte der Emulator das nicht abspielen. Also habe ich dann gesagt, ich lasse es eh sein, weil so gut sind die Dinger nicht. Und ja, jetzt habe ich es hier so mal gezeigt. Das reicht ja, denke ich mal, auch erstmal. Aber auf jeden Fall würde ich jetzt hier mal ganz kurz. Das wird echt nur ganz kurz. Ich will nur mal ein kleines Let's Show-Ding machen. Mal Zoom in. Nein, 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 bloß nicht. Oder? Nee. So. Also was kann man jetzt hier machen? Man kann jetzt hier bewegen oder auch nicht. 1, 2, 3. Achso, Game zum Starten wahrscheinlich. Continue Time Attack. Ja, ich mach einfach mal. Ich probiere einfach mal. 1. Ah, okay, jetzt steuere ich hier. Was muss ich machen? Ich kann angreifen. Das ist. Wollen wir mal den angreifenden Typen da. Komm her, du kleiner. Ich verstehe nicht, was ich machen soll. Muss ich aber nur die. Da kommt ein Pfeil. Ach, mein Schild ist abgewehrt. Ich weiß nicht genau, was ich hier machen soll. Ich drücke einfach nur wie blöd die Knöpfe. Ich glaube, ihr hört das sogar. Dieses. Nee, 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 nee. Komm, gleich habe ich die Punkte da. Enemies Energy. Ich glaube, ich habe gewonnen. Da ist eine Treppe. So, den da hinten, den muss ich glaube ich kaputt machen. Komm her, du kleiner. Weil ich komme nirgendwo anders hin. Nur zu dem da vorne. Nein, ja, genau, Pfeil in den Rücken. Lol, ich habe mich irgendwie geheilt. Ich weiß nicht wie. Ich hab wieder gewonnen. Okay, komm her. Na, warte. Oh, wie gut ich bin, wie gut ich bin. Also man muss sagen, das Spiel ist ziemlich gut gemacht, ne? Also man muss einfach nur nach rechts laufen und immer wieder diesen Typen da abstechen, wo man scheinbar nichts anderes machen kann. Ja, ich gewinne die ganze Zeit. Oh, was ist jetzt? Ach, da war es da oben. Ich drücke, ich drücke, ich drücke. Oh Gott, was passiert? Was? Das ist ja gar nicht möglich. Pfeilrücken. Oh, ich bin tot. Was? Type your nickname and hit enter to submit your score. Nee, ich glaube, das will ich gar nicht.
Also, ich glaube, das geht jetzt endlich lange so weiter, bis dieses Triforce da oben denn ausgefüllt ist. Man kann anscheinend ein Water of Life sammeln, was sein Leben wieder auffüllt. Da sieht man eine Karte. Da irgendwie nochmal. Ein Tomahawk. Ich glaube, das ist seine Waffe. Ja. Das war es eigentlich auch schon. Mehr bietet das Spiel, glaube ich, nicht. Und ja, ich werde einfach mal den Link zum Spiel jetzt, wie gesagt, in die Beschreibung setzen. Und dann könnt ihr das selber mal ausprobieren, wenn euch das gefällt. Und wie sagen, dann sehen wir uns bei dem nächsten Video wieder. Diesmal jetzt auch endlich mit einem Popschutz. Das heißt, meine Stimme wird besser und deutlicher jetzt zu erkennen sein, da jetzt nicht mehr so viel Gepuste mittendrin ist. Oh, ich hoffe, es gefällt euch weiterhin dann und wir sehen uns beim nächsten Video.